Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Wir fahren heute zu einem Pass nach Österreich namens Sölkpass. Es ist nichts Spektakuläres, aber seit Italien hat es mich irgendwie nochmal gepackt, dass ich noch wohin fahre. Ist eine gemütliche Tagestour, nicht allzu weit weg, nichts Extremes, was Gemütliches. Willkommen in Österreich! Und seit Italien dachte ich mir, du hast noch frei, wo fährst du hin? Du hast noch Bock drauf. Sölkpass war ich noch gar nicht. Wollte ich unbedingt noch mal wegfahren. Da habe ich einen Kumpel gefragt, ob er eine gemütliche Empfehlung hat für eine Tagestour. Und da hat er mir die vorgeschlagen. Da fahren wir jetzt hin. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Wir sind mittlerweile in Österreich und fahren jetzt noch 2 Stunden. Gegen Mittag sollten wir da sein, wenn alles passt. Jetzt geht es erstmal durch die Stadt. Und danach melde ich mich nochmal, oder wenn es was Spannendes gibt. So, welcome to the next Dorf. Die erste Großstadt, oder Großstadt in Anführungsstrichen, haben wir hinter uns gelassen. Jetzt glaube ich sollten nur noch Dörfer kommen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt die Streckenführung und die Strecke selber nicht wirklich angeschaut, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, fragst einen Kumpel, der definitiv öfter Touren fährt, ob er irgendeinen Tipp für mich hat. Er selbst war beim Sölkpass selber noch nicht, aber der hat gemeint gehabt, ja, fahr einfach hin, schau, ob es da cool ist. Ich soll ihm dann Bescheid geben und wenn es kacke ist, dann ja, bin ich trotzdem gefahren. Ich habe frei, ich habe Zeit, ich habe eh Bock drauf, von dem her, warum nicht? Nee, Tagestouren habe ich persönlich für heuer definitiv viel mehr geplant, weil ich da irgendwie mehr Bock drauf habe. Mit dem Motorrad weiter wegfahren, mal was anderes sehen, nicht immer die gleichen Strecken fahren, nicht immer das gleiche zu sehen. Geplant zum Beispiel auch Großglockner, war ich noch nie, Silfensteinspeicher, war ich auch noch nie. Also in der Thematik Pässe oder Tagestouren habe ich absolut keinen Plan, aber ich bin mich am Einlesen, weil Haupturlaub in Anführungsstrichen, weil es jetzt Italien war, das ist nur einmal im Jahr. Aber weil ich Bock habe, mehr zu fahren, bin ich mir gerade dabei, dass ich mir ein paar Tagestouren zusammenstelle. Mal schauen, was kommt. Sogar mit Timer. Ich dachte erst 19. Ja, wurscht. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. So, wo möchtest du denn hin? Darf ich hier vorbei? Danke. Ach ja, im Übrigen, im heutigen Video teste ich eine neue Speicherkarte, weil nämlich in Italien die 128 GB Speicherkarte nicht gereicht hat, wäre der Italien-Vlog gar nicht online gekommen, weil die Daten weg waren. Warum waren die Daten weg? Ich erkläre es euch, interessiert vielleicht keinen, aber trotzdem, ich erkläre es euch. Grüß dich! Wir hatten einen Laptop dabei, da wollte ich mir die Daten auf meine externe Speicherplatte rüberziehen. Laptop hat verschissen, Daten weg. Zu Hause habe ich dann mir ein Datenrettungsprogramm runtergeladen, gekauft für, ich glaube, 100 Euro. Daten wieder da. Aber es hat mir einfach so angefuchst, dass die Daten auf einmal weg waren. Deswegen die 512 GB Speicherkarte. Heute das erste Mal in Verwendung. Mal schauen, wie gut das die ist. Ich habe nämlich mal gehört, dass die GoPro auch mit zu vielen oder zu großen Speicherkarten überlastet sein kann. Weiß ich nicht. Voice crack. Jetzt muss ich aber dennoch demnächst mal rechts anhalten. Was das Navi denn sagt? Wir fahren jetzt locker noch 2 Stunden. Ich weiß zwar nicht, ob man es gesehen hat, aber da oben verläuft die Autobahn. Wäre auch eine Routenoption gewesen und so aufrecht wie du sitzt. Nee! Lass mal! Ich bin ja nicht so für. Ja, doch. Ist schon leerwand. Im Auto, glaube ich, wäre ich niemals hier. Aber im Auto Passstraßen fahren, ja, braucht man das richtige Auto. Das habe ich aber nicht. Aber so mit dem Motorrad, man ist einfach flexibler und der ist einfach leerwand. Wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da
Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Würde uns sehr, sehr freuen. Easy Job. So Leute, wir sind auf der finalen Straße, Sölkpass hoch, irgendwas mit 15 Kilometer, was mir das Navi noch sagt, und dann sind wir da. Weil ich die Streckenführung nicht kenne und ich den Pass selber zum ersten Mal fahre, ein bisschen zügeln in die Kurven. Bisschen müde werde ich. Gestern bis, ich glaube, 1 in die Nacht noch von Italien einen Motovlog geschnitten. Und heute etwas früher aufgestanden, dass ich hier sein kann. Aber dafür werde ich ja entlohnt. Sölkpass frei. Wäre lustig gewesen, wenn ich hier gewesen wäre und die hätte zu. Alter, was für ein Tal. Am Anfang hätte ich es mir nicht so spektakulär vorgestellt. War doch, ist eine Empfehlung wert. Sauber verschalten, Alter. Nanu. Herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die ganzen Wasserfälle, was da hinten runterkommen, schaut schon schön aus. Links auch. Doch, kann man lassen. War eine gute Idee. Also von Aussichten lasse ich mich immer gern begeistern. Genauso wie in Italien unten. Schöne Aussicht, Wasserfall. Das mag ich. Das finde ich sau cool. Wahnsinn. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie Italien, aber das kann man doch nicht vergleichen. Für eine Tagestour auf alle Fälle wert. 1610 Meter. Und es geht noch höher. Mit einer Aussicht. Ist geil, doch. So langsam kommt die Euphorie. 1700 Meter Ostkehre. 1738 Römerwegkehre. Welche Kehre haben wir hier? Keine. So Leute. Wir sind am Ziel angekommen, aber jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich melde mich später dann nochmal. Schaut euch diese Aussicht an. Genial. Kleine Planänderung, ich werde hier keine Pause machen. Ich werde erstmal den anderen Weg noch ein bisschen runterfahren, schauen, was es da noch gibt. Und dann werde ich mich unten, habe ich ein paar Ausweichen gesehen an der Straße, werde ich da dann hinfahren, werde ich dann da meine Pause machen. Grüß dich. Doch, ich bin begeistert. So, ich habe meinen GoPro-Akku oben gewechselt. Jetzt fahre ich noch ein bisschen die Passseite runter. Schauen, was es hier zu sehen gibt. Dann fahre ich hoch, dann mache ich Pause. 11.59 Uhr, fast exakt 3 Stunden mit Tankstopp. Man könnte jetzt theoretisch auch die Straße da runterfahren und unten quasi einmal im Ring abschließen. Aber ich glaube, ich fahre den Weg wieder zurück und fahre denselben, wie ich hergekommen bin. Muss ich ehrlich sagen, hat meine Erwartung tatsächlich übertroffen. Weil nach meiner Vorstellung hätte ich es mir jetzt nicht so spektakulär vorgestellt. Ein Augenschmaus, den ich nur empfehlen kann. So Leute, wieder in der einen Richtung eine Aussicht, hier eine Aussicht mit dieser Landschaft. Verabschiede ich mich für heute. Das war der Sölkerpass. War eine kleine Tagestour heute. Tagestouren möchte ich heuer öfters machen, wie vorhin schon mal angesprochen. Mal schauen, was zukünftig noch kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen.